Wo ist der? Das hier ist schon ein bisschen extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man... Hä? Aber wie soll man denn dann da hinten drauf kommen? Da hab ich... Ist der hin? Da hab ich voll nicht. Also das hier, das geht noch. Das soll ich auch noch hinkriegen. Soll ich das machen, Leute? Aber ich will erstmal wissen, wie das... Ach nee, das ist ja gar nicht. Warum ist der German Mafia nicht da runtergekommen? Den Weg hatte ich nicht gesehen. Das wäre doch einfach das Spiel für ihn gewesen. Ja, hier könnte ich einfach durchrennen. Dann bin ich da drüben. Aber was bringt mir das, da drüben zu sein? Das rabbe ich noch nicht ganz. Weil das bringt mir doch einfach gar nichts. Und hier rüber? Ah, ich bin eigentlich zu nervös. Ich meine, wenn ich runterfalle, lande ich auf dem Stein. Dann muss ich auf den Stein wieder zurückhüpfen. Da habe ich eine minimale Chance, aber ich muss eh zurückhüpfen. Und ob ich hier jetzt was kriege? Also das würde dann aufgehen, würde ich mal schätzen. The one with courage shall obtain Gift of Fluctus. Das hört sich nach einem richtig geilen Item an, Leute. Ich sollte etwas riskieren. Ich habe schon in dem letzten nie etwas riskiert, sondern habe die volle Safety-Variante gemacht. Das heißt, ihr seht jetzt Table Tennis riskiert etwas. So. Hopp. So, den ersten Schalter hätten wir umgelegt. Jetzt ist, stellt sich mir nur noch wirklich die Frage, wie bitte komme ich an den zweiten? Wie soll ich das jetzt vernünftig machen? Ah! Oh, Black Blood hit the ground too hard. Ich will das Dingen haben. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Abenteurer stirbt. Ist hier jemand? Da ist jemand. Wer ist das? Ist es immer noch German Mafia? Ich kann das auch nicht lesen. Soll ich hüpfen vielleicht? German Mafia. German Mafia ist immer noch da unten, Leute. Da oben. Was macht denn der immer noch hier? Wisst ihr, was ich mache? Wenn er im Notfall runterkommt und mich verfolgt, dann renne ich da rüber. Und dann stirbt er. Da hat er keine Chance. Wenn ich Glück habe, kann ich ihn direkt da runter bashen. Oder ich sterbe dann. Komm her. Oder der wartet, bis ich die Scheiße gelöst habe. Das wäre ein sehr kluger Zug von ihm, aber so klug ist, weiß ich nicht. Er wartet, bis ich das gelöst habe, tötet mich beim Hochkommen. Ja klar, er wartet da oben, weil was habe ich für eine Chance auf der Leiter? Höchstwahrscheinlich werde ich von der Leiter runterfallen und werde dann nämlich stürzen. Dann bin ich eh tot. Ja, kein schlechter Zug, Herr German Mafia, aber falsch gedacht. Denn wenn du das letzte Hunger Games gesehen hättest, dann wüsstest du, dass ich auch im Notfall 8 Stunden hier stehen bleibe. Da ist es mir egal, wie lang das Video wird. Und wenn wir 10 Stunden hier stehen, das ist mir eigentlich egal. Und so kann ich ihn nämlich schön oben halten. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Das ist nämlich das Gute. Mit deinem Bogen kommst du sonst wohin, mein Freund. Ah, da hat er mich erwischt. Schade. Scheiße, der hat viel abgezogen.
Nein! Fuck you, Alter! Ach, Kacke. Schreibe ich jetzt. Große Leistung zu kämpfen. Blöder Penner. Und wisst ihr, was das Ärgerliche ist? Ich habe dem, tut mir leid, dass ich so sage, dem Spacko jetzt auch noch ermöglicht, sein verdammt Fuck-Item da zu kriegen. Spectate German Unterstrich Mafia. So, jetzt bildet sich das. Ist der dumm? Ah! Wie dumm, Junge! Was ist mit dir? Du bist mit Abstand der Dümmste, den ich je gesehen habe. Wie dumm ist er denn? Ja, Zombie, mach ihn tot. Komm schon, Zombie, Zombie. Komm, töte ihn. Wie dumm kann man sein? Ich habe dem beide Schalter gemacht. Der hätte da irgendwas finden müssen. Hätte er. Aber er geht raus. Anstatt... Boah, wie heftig. 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 Da mach ich ihm schon die Arbeit. Komm jetzt, Zombie, töte den doch. Zombie, komm schon. Mama machen, slash Spag. Ah, der hat noch irgendwo... War das hier? Hat er die Null gehabt? Ja. Was hat Zombie denn? Oh, hohoho. Okay. Das ist natürlich schon einiges mehr, was der Gute hat. German Mafia ist tot. Danke! Danke, Zombie! Danke! Danke für diesen Zug. Ich liebe dich ab heute. No homo. Ja, muss man immer dazu sagen. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht hier. Aber German Mafia, ganz im Ernst, Junge, du hättest in der Grube noch gucken sollen. Ich habe beide Schalter betätigt. Irgendwas muss da gewesen sein. Und, oder es war eine Falle. Aber ich meine, da war irgendwas. Und wenn da was war und du hast es nicht genommen, dann bist du es selber schuld. Denn eventuell hättest du ja mit dem Item dort drin den Zombie töten können. Eventuell. Gucken wir doch mal, was der Mitchell macht. Spectate. Mitchell. Aber hat German Mafia trotzdem gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Der Mitchell hier, das leckt ein bisschen. Das ist wegen dem Spectate, denke ich mal. Oh, der Mitchell sieht gar nicht so schlecht aus bei ihm. Ja. Sehr gut, Mitchell. Mein Lieber. Das sieht aber gar nicht schlecht aus hier. Also ich werde jetzt noch so ein bisschen weiter kommentieren hier. Ja, werde euch das noch ein bisschen zeigen. Wie gesagt, es ruckelt. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt jetzt eben an dem Spectate-Mode. Schade, dass ich jetzt so früh ausgeschieden bin. Wirklich schade, aber was soll ich machen? Denn mit dem Bogen, mit der Distanzwaffe war er ganz klar im Vorteil, musste man ganz klar sagen. Hat dann eben besser gespielt. Ja, was hätte ich machen sollen? Ich hätte vielleicht noch warten können, bis er dann kommt. Hätte wirklich einen 101 machen können. War natürlich ein Fehler, dann dahin zu laufen irgendwie, weil da konnte ich ihn nicht angreifen. Ich konnte nicht weg. Die Chance, dass ich in die Lava falle, wie es ja dann auch passiert ist, bin ich aber schon mal froh, denn er hat mich nicht getötet. Soweit ich da. Oder hat der Pfeil mich in der Lava getroffen? Ich glaube nicht, sondern ich bin von der Lava getötet worden. Bin schon mal froh drüber. Aber damit war ganz klar im Vorteil. Da habe ich eben falsch taktiert. Also insofern, das war schon absolut zu Recht da, dass er mich da gekillt hat, ne? Oder dass die Lava mich da gekillt hat, beziehungsweise dass er mich da so eingekesselt hat. Hätte einfach weggehen sollen. Ich hätte dann da schön irgendwie mein Schwert genommen oder so, was da drin war. Und dann wäre alles gut gewesen. Aber so leider nein. Oh. What, der Mitchell? Oh, guck mal, eine Kiste. Da hat er was gehört. Was? Ein Lever? WTF?
Warum das denn? Ich würde es dem Mitchell gönnen. Ich würde es dem Zombie aber genauso gönnen. Wir gucken nochmal. Spectate Z0MB Bay. Was macht Zombie? Oh, da generiert die Map gerade nicht hier in unserem Spectate-Modus. Ja, doch, da. So, ganz langsam, alle Jahre wieder, generiert die Map dann auch mal. Oh, da sehen wir's. Okay. Nee, ist aber eine schöne Sache, aber wie gesagt, mir gefällt die andere Map, um ehrlich zu sein, besser. Also ich finde, das hier ist zwar auch nicht schlecht, aber ich finde, man hat zu viele große Flächen irgendwie so. Also ich fand die City von der Map her schon cooler. Das klappt hier aber nicht. Machen wir mal Spectate off. Error, Player is not online, ja. Ach so, dann nee, es musste zusammengeschrieben. Der Off-Player. Spectate off. So, und jetzt, wie war das Command hier nochmal? Slash H Watch. So. Jetzt bin ich unsichtbar und kann fliegen. Ah, hier wird jetzt Feuer drum gemacht vom guten Skripto. So, jetzt guck mal doch mal. Kann man hier irgendwo eine Chance? Wo war denn der Zombie eben? Der war doch bei so Dingern. Werden die mal ein bisschen begleiten. Ich fliege jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Ach ja, tut mir leid, Leute. Diesmal war ich nicht so gut. Aber ich bin diesmal ja auch ein bisschen mehr auf Angriff jetzt gegangen. Oder ein bisschen mehr riskieren, ne? Aber ja, ne, man weiß halt nie, was... Oh, es ist hier Ende. Achso. Man weiß halt nie, oder ich weiß halt nie, was jetzt so der Beste ist, ne? Ob ich jetzt halt voll drauf gehen soll irgendwie, oder also am Anfang die Kisten mitnehmen soll oder was auch immer. Man weiß es einfach nicht. Es ist einfach auch so ein bisschen Glück halt, wie man die Items kriegt. Ich hätte aber echt gerne gewusst, was da irgendwie versteckt war. Vielleicht fliegen wir da jetzt einfach mal hin. Wir nehmen das da nicht mit, aber wo waren das? Ach, finde ich doch bestimmt nicht wieder. Das ist so eine Riesenfläche hier alles. Wo ist denn das? Doch, da war das doch mit den Inseln, oder nicht? Ja, das könnte hier gewesen sein. Ja. Fliegen wir mal dahin. Ich würde das nämlich schon gerne wissen. Da ist der Mitchell, oder? Ist das der Mitchell? Wir müssen unsichtbar sein. Mal gucken, ob er uns sieht. Das ist der Mitchell, oder? Ja, das ist der Mitchell. Sieht er uns? Ich glaube nicht. Dürfte uns nicht sehen. Oder? Nein, der sieht uns nicht. Mitchell, komm! Wir verfolgen den Mitchell auf seinem Weg. Ja, komm, wir verfolgen den Mitchell mal. Wir gucken mal, was der so macht. Scheint sich das mal so anzugucken. Hast doch einen Lever, Mitchell. Einfach den Schalter an die Wand, dann solltest du die Tür öffnen können. Mensch! Was ist mit dir, Junge? Denk doch nach! Wenn ich da drauf komme, ist das trivial. Hast du eben den Schalter gefunden, Mitchell. Jetzt mach den doch an die Tür, oder? Das sollte doch gehen, Leute. Damit könnte er die Tür öffnen. Och, Mensch, Mitchell, da kommt er natürlich jetzt nicht drauf in der Situation. Aber kann ich auch verstehen. So, wir folgen ihm mal. Bin mal gespannt, was hier so ist. Ah, komm. Ja, geh mal gucken, Mitchell. Was ist denn hier, hä? Jetzt kommt der Zombie von oben. Ich finde das so geil, dass er mich nicht sieht und er kommentiert da gerade irgendeinen Schmarrn. Das ist so geil. Achso, don't acting. Fug? Delay LP. Achso, ich kann ja nichts machen. Boah, fuck, ich kann doch nicht mal da runter. Ah, warte mal. Spectate Mitchell 88. Ach du Scheiße! Was hat er denn gemacht? Wo ist er denn hin? Ach du liebe Zeit! Wo ist er denn? Hat er jetzt keinen Bock mehr? Doch, er geht. Da war Delay-LP eben auch. Ah ne, Moment, der hat bestimmt gewartet, weil er Delay-LP gesehen hat. Hat er gewartet, bis der weg ist. Mensch, Delay-LP. Wenn du Mitchell töten hättest wollen, wäre das perfekt gewesen, glaube ich, oder? Ne, wer war im Nachteil? Ne, Delay-LP wäre im Nachteil gewesen. Weil er kommt nicht so schnell hoch und Mitchell hätte von unten einfach nachtreten können. Ah, jetzt ist er wieder da. So, wartet mal. Jetzt müssen wir ganz schnell Spectate off machen. So, komm.
Komm schon, beeil dich. Möchte zurück. Ich möchte Mitchell weiterverfolgen. Komm schon. Komm. Also ihr seht, man kann auch noch eine Menge Spaß haben, wenn man schon draußen ist. Ich hoffe, ihr habt auch noch ein bisschen Spaß jetzt hier an der Map mit mir zusammen. Ja, es ist bestimmt schon die Hälfte gegangen. Interessant ist ja... Ach so, was?